Schwarzes Fahrzeug, golden abgesetzt, fährt hier im Moment vor seinem Teamkollegen Kellen O'Keefe. Aber Jensen verliert so ein kleines bisschen die Linie im Moment. O'Keefe geht da mal an seinen Teamkollegen vorbei, ist jetzt also vorgerückt an die, ich glaube, es ist die 9. Position. Und Boschung nimmt sich da eine kurze Auszeit, wollte ich sagen, und trifft da Kellen O'Keefe, der mit einem fulminanten Überschlag hier in dieser Bergabpassage, Anfahrt-Bergabpassage unterwegs war. Und jetzt kommen die ganzen Sicherheitsvorkehrungen zum Tragen. Und wir sehen, dass ein Kellen O'Keefe das Lenkrad abnimmt, sich abschnallt und erstmal durchschütteln muss. Der steigt freiwillig und freimütig aus dem Auto aus. Also alle Sicherheitsvorkehrungen in der ADAC Formel Masters, nimmt sogar noch den Daumen hoch und signalisiert alles gut, alles im grünen Bereich. Also dieser Überschlag, Safety Car kommt übrigens raus, wollten wir Ihnen mal gesagt haben. Und der ist sogar noch stinkesauer. Der knallt damit mit den Füßen im Kies einher. Verständlich. Auf der anderen Seite war es sehr unglücklich, denn einem Ralf Boschung kann man da keinen Vorwurf machen. Der ist einfach im Bereich dieser Kurve 10 dort oben ein bisschen auf den Teppich rausgekommen. Unglücklich natürlich. Klar, es ist eine Stelle, an der man wirklich das Herz in die Hand nehmen muss. Ist dann eben halt wieder zurückgerutscht auf die Bahn. Und hat dann unglücklicherweise eben halt Kellen O'Keefe hinten rechts getroffen. Also ich glaube, wenn der Südafrikaner sich das Ganze nochmal anschaut, hier haben wir es in der Zeitlupeneinspielung, kommt ein bisschen zu weit raus, ist auf dem rutschigen Geläuf und versucht sich dann wieder zurückzubringen. Und letztlich dann fast nur noch Passagier gewesen. Er hatte keine große Chance mehr. Ja, auch ein Ralf Boschung war nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug dann so zu kontrollieren, um dem aus dem Weg zu gehen. Und was dann natürlich passiert ist mit Kellen O'Keefe, das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Dreifachüberschlag für den Südafrikaner. Ja gut, zwei. Zweifacher Überschlag für den Piloten aus Südafrika. Aber der, wie gesagt, ausgestiegen ist aus dem Fahrzeug, sofort den Daumen auch hochgenommen hat und noch richtig verärgert ist, ob der Tatsache, was da abgelaufen ist. Aber wenn er sich die Bilder anschaut, dann wird er auch einem Ralf Boschung da zweifelsohne mit auf den Weg geben, okay, alles gut, das kann einfach wirklich mal jedem passieren. Somit also Safety Car Phase zum Bergen der Fahrzeuge und in